uns Menschen einen Kern drin, der weitergeht als die menschliche Existenz, und ich glaube, dass der in Kunst spürbar wird. Thema Kunst interessiert uns sehr wohl, sehr viel eigentlich, und ich denke gerade den Bereich, den wir tätig sind in der Akustik, hat schon auch ein bisschen was Künstlerisches. Das wäre doch immer eine ganz geschickte Sache, das zu kombinieren, und vor allen Dingen dann noch mit Musik. Da können wir mal vier Sinne ansprechen, und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, warum wir das dann gemacht haben. Herr Leonhard kam auf mich zu, ob ich nicht Lust hätte, was mit ihm zu machen. Und habe gesagt, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und so kam dann diese Idee für eine Ausstellung zustande, zusammen mit Klavier und dann auch das Motto Akustik trifft Kunst. Farben und dass ich nichts Schwerwiegendes hineininterpretieren muss. Ist natürlich das Thema Kunst nicht gerade allzu fern. Also da gibt es sehr, sehr viele Leute drunter, die eigentlich Kunstliebhaber sind, und deshalb bin ich da immer sehr offen für sowas, für neue Sachen. Ja, man könnte auch mal auf meine Homepage gucken, www.sonjarinderknecht.de.